Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Ja, Leute, ihr wolltet ja ein bisschen mal... So Leute, ich wollte euch ja ein bisschen mehr Real Life jetzt mal zeigen. Und ich wollte euch mal zeigen, ich habe gerade eben das Jahresendvideo schon mal aufgenommen, ein bisschen früh, aber ich wollte euch mal zeigen, wie das eigentlich dann bei mir hier ungefähr heute aussah. Ja genau so, ich habe hier alles umgebaut, eigentlich steht die Couch hier drüben und das ist da drüben, aber ja, und hier auch Kabellage, Computer, hier habe ich alle möglichen Kabel, also Stecker, ich habe mit einem Kopfhörer hier alles angeschlossen und natürlich auch das Licht. Da ist meine Kamera ein bisschen dreckig, aber alles kein Problem. Ich wollte euch das mal ein bisschen zeigen, denn das war eine große, große Anstrengung. Ich bin jetzt noch am Schneiden von dem Video. Das kommt jetzt alles mal sehr viel Anstrengung. Das merkt ihr auch dann. Das Jahresendvideo ist natürlich ein Video, was sich natürlich wieder lohnt anzuschauen. Aber ihr wisst ja, ich bin kein großer Real-Life-Typ. Ich weiß nie, was ich in Real-Life-Videos machen soll. Und ich sag nur, freut euch auf nächste Woche. Da wird was in der Küche gemacht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Da wird ein bisschen, sagen wir mal so, die Weihnachtszeit eingeleitet, indem man ein bisschen was backt. Da habe ich für jeden Advent etwas vor. Ich lehne mich gerade hier ein bisschen auf mein Stativ. Für die Weihnachtszeit eben, ja, Gens, Plätzchen, werden wieder mal gebacken. Und da freue ich mich jetzt schon richtig, richtig doll drauf, welche zu machen. Ich habe auch ein paar Nüsse da, da kann man so hin und her ein bisschen schmeißen, Spaß haben, muss ja sein. Wir sind ja alleine und deswegen. Ja, viel gibt es trotzdem, wie gesagt, nicht zu erzählen. Eine Sache kann ich euch ja natürlich noch zeigen. Jetzt mal, wir gehen mal kurz ins Dunkle, wir gehen mal in einen ganz anderen Raum. Das habe ich vergessen mal zu zeigen. Und zwar der Lego Bagger steht jetzt bei mir hier in meinem Eingangsbereich auf meinem Schrank. Eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Auch der Ort, so wie er da ist, gefällt mir schon ziemlich, ziemlich gut. Eigentlich mache ich hier schon fast eine Roomtour, aber das habe ich ja glaube ich schon mal gemacht, meine Roomtour, weil ich so ein bisschen die Computerecke gezeigt habe. Da fehlen natürlich noch ein paar andere Lichter, noch ein paar andere Sachen, die ich natürlich machen möchte. Ich sehe gerade, wenn die Maus nicht benutzt wird, wird irgendwie so ein Modus eingeschalten. Wir zeigen rein hier. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem gesehen, irgendwie ist das jetzt ausgegangen, wo ich gezeigt haben wollte. Ich laufe hier gerade auch nur ständig im Kreis, also deswegen ist es gerade auch ein bisschen langweilig. Weil dann kommt ja auch wieder ein Livestream. Ich freue mich wieder drauf. Ich weiß noch nicht mal, was ich mache, aber ich habe wieder Bock auf einen Livestream. Deswegen, weil es wird wieder in nächster Zeit, nächste Woche gibt es keinen Livestream, da habe ich Nachtschicht am Samstag und deswegen wird da keiner gemacht. Sonntag gibt es sowieso keine Livestreams bei mir, Freitag wenn dann, Sonntag eher weniger. Also es gab schon mal Livestreams, aber eher weniger. Aber wenn ihr mal einen Plan habt, was ich so als Real-Life-Video gerne machen kann, dürfe, sollte, also Zimmer habe ich ja ungefähr so gezeigt, meine Lieblingspflanze gucke ich gerade noch an. Nein, überhaupt nicht groß. Mein Efeu war damals fast 4 Meter lang, das ist leider verbrannt. Echt schade. Es hat echt weh im Herzen, den habe ich lange gehabt. Man könnte ein bisschen Real-Talk machen als Real-Life-Video. Was habe ich für Probleme? Du hast keine Probleme, okay. So, so arztpraxismäßig hier hinlegen und so, danke, ich habe Probleme. Aber Leute, das kann man ja mal unten bequatschen in den Kommentaren oder eben mal im im Videos oder. Und ich würde mal sagen, ich gucke gerade noch mal meine kaputte Kamera ein bisschen an, die ist mir mal runtergeflogen bei einem Konzert. Gab zum Glück auch nur eine Schramme, das ist Respekt, also die hat was ausgehalten. Und ich würde einfach mal sagen, lasst ein Abo da. Und ihr könnt natürlich auch sagen, wie ihr das mögt hier mit meinem Bart. Ich will mich noch ein bisschen wachsen lassen, Richtung Sturmi ungefähr. So einen flauschigen, weichen Weihnachtsbart. Ist ja sowieso Weihnachten, dann passt ja. Und dann, bis zum nächsten Mal, sagt euer Männerwort. Ciao, ciao.